Hallo, Michael Klems von infobroker.de und es gibt eine erfreuliche Mitteilung. Nach, ich weiß gar nicht, wie vielen Monaten jetzt, nach 3 Monaten geht es mit dem Blog weiter. Das ist schon mal das Positive und ich will gleich mal kurz erläutern, warum es so einen Aussetzer gegeben hat. Das hatte verschiedene Gründe und da mussten die Prioritäten einfach etwas anders gesetzt werden. Ja, eine ganz große Sache, die unheimlich viel Zeit gefressen hat, war der Relaunch der infobroker.de Seiten. Der war einfach zwingend notwendig aus mehrerlei Gründen. Zum einen, weil unser Theme schon etwas veraltet war und spätestens zum Jahresende beim Update auf eine neue PHP-Version im wahrsten Sinne des Wortes auseinandergeflogen wäre. Und da ging es einfach darum, die Seiten neu aufzusetzen. Das war eigentlich für Ende des Jahres geplant. Aber aufgrund des Sommers und ich sage jetzt mal dieser Hitze, die war zum einen erschwerend, zum anderen natürlich auch ein bisschen vorteilhaft, weil alles so ein bisschen ruhte, hat sich das angeboten und dann haben wir die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und haben die Seiten umgestellt. Ja, mal eben umstellen ist nicht. Wir sprechen hier von über 4.500 Elementen, die umgestellt werden mussten, über 2.500 Seiten plus 800 Blogbeiträge und. Da sind wir auch immer noch dran. Das ist so eine Step-by-Step-Arbeit, die lässt sich nicht von jetzt auf sofort machen. Aber das war einfach einer der Gründe, warum der Vlog in Anführungszeichen ruhte. Dennoch. Hat es ja Videos gegeben. Die Kolumne mit dem Kollegen, die habe ich trotzdem weiter fleißig gedreht. Da war die Intention einfach dahinter, um den Algorithmus von YouTube weiterhin zu befüllen, wenigstens einmal die Woche. So, und damit ist jetzt Schluss. Und es geht jetzt wieder los, dass wir den Vlog wieder regelmäßig bringen. Es wird keinen täglichen Vlog geben, das ist einfach im Arbeitsalltag kaum möglich. Aber er wird definitiv häufiger erscheinen und es wird auch noch viel mehr Einblicke in die Arbeit geben und. Also da geht es jetzt so weiter wie, ich sage jetzt mal, dauerhaft geplant. Eine Sache, die so ein bisschen so jeden eigentlich erwischt, die möchte ich mal kurz berichten. Haben Post bekommen von der Haus- und Hofbank, die uns angekündigt hat, zum 1.9. auf elektronische Kontoauszüge umzustellen. Ja, wunderbar. Aber dann Preislisten und AGBs, die werden dann weiterhin auf diesem sehr kostenintensiven Postversand übermittelt. Ja, und ich stehe jetzt vor dem Problem, ja, was machst du mit dem Papier? Ein Teil werden wir einscannen, ein Teil werden wir uns als PDF irgendwo aus der Webseite der Sparkasse hier herunterpopeln, ja. Aber das sind alles Dinge, die fressen unheimlich viel Zeit. Aber das geht jedem Selbstständigen so. Dann eine weitere Sache, die momentan so ein bisschen eine Rolle spielt. Da geht es um das Thema Insolvenzen. Das Thema wird auch morgen in der Kolumne so eine kleine Rolle spielen, aber ich will da mal kurz drauf eingehen. Das ist mir relativ wichtig, damit das einfach mal draußen verstanden wird. Wir liefern ja Meldungen zu Insolvenzverfahren und recht häufig ist die Fragestellung, dass jemand den Insolvenzverwalter zu einer bestimmten Firma sucht. Wie in diesem konkreten Fall. Namentlich will ich jetzt nicht darauf eingehen, einfach aufgrund der Kunden und auch des Unternehmens, weil das alles ein bisschen tricky ist und ich sage jetzt mal eventuell auch in den Bereich, aber das wird man sehen, in den Bereich Insolvenzverschleppung geht. Hintergrund ist der, wir sind angefragt worden bezüglich einer Recherche zu einem Insolvenzverfahren, haben auch das namentlich das Unternehmen benannt bekommen. So, und das Unternehmen hieß erstmal komplett anders, als es draußen im Netz sich selber darstellt. Ja, das ist schon mal, ich sage jetzt mal, eine ganz komische Geschichte. Wenn man also nicht mit dem Originalnamen, wie im Handelsregister eingetragen ist, draußen agiert, sondern mit so einer Kurzform. Das ist für die Recherche natürlich schon mal sehr unglücklich und deswegen sind wir wahrscheinlich auch angesprochen worden. Hintergrund ist der, dass eben der Insolvenzverwalter gesucht wird und es gibt zu dem Unternehmen aktuell kein veröffentlichtes Insolvenzverfahren. Wir haben das dem Kunden mitgeteilt und schalten dann auch ein sogenanntes Monitoring auf, um halt in so einem Fall sofort zuzuschlagen, wenn dann die Insolvenzveröffentlichung kommt.
zu uns kam dann das Feedback vom Kunden zurück. Das kann ja wohl nicht sein. Im Netz überall da draußen steht, das Unternehmen ist in einem Insolvenzverfahren. Wir haben uns das dann mal im freien Web draußen angeguckt und siehe da, es gibt sogar Meldungen, selbst vom Unternehmen, dass man den Antrag auf ein Insolvenzverfahren gestellt hat. Und jetzt kommt das Interessante, dass das Insolvenzverfahren auch eröffnet wurde, wird teilweise schon geschrieben. Und das letzte Wort oder das nächste Wort hat dann der Insolvenzverwalter. So, die Fakten sind aber ganz knallhart. Es gibt keine amtliche Mitteilung vom zuständigen Registergericht und dem Insolvenzgericht. Es gibt auch keinen Eintrag im Handelsregister, in der Handelsregisterakte des Unternehmens, weil das wird spätestens irgendwann da auch mal eingetragen. Also letztendlich ist das alles momentan auf Hörensagen. Wir haben dann also diesen Satz auch vom Kunden bekommen, ja, das steht ja so im Internet. Und da kann ich nur sagen, Vorsicht, Freunde, da muss man einfach verstehen, wie solche Insolvenzverfahren ablaufen. Unterstellen wir dem Unternehmen jetzt mal keine Böswilligkeit, sondern es ist wirklich brav zum zuständigen Amtsgericht, Insolvenzgericht gegangen und hat den Antrag, den kann man formlos einreichen, eingereicht. Dann kann es sein, dass das Ganze beim Amtsgericht, beim zuständigen Richter in der Mappe liegt. Und dann kann es dauern, bis dieses Insolvenzverfahren eröffnet wird. Wie lange das dauert, das weiß so keiner. In den entsprechenden Veröffentlichungen heißt es einfach, bis es eröffnet wird. Ja, da gibt es also keine Fristen. Unsere Erfahrung ist, dass es eigentlich nicht so elend dauert, dass über 2 Monate sind. Aber in dem Fall kann es vielleicht eine Besonderheit sein, weil das Unternehmen halt auch eine Besonderheit ist. Da bleibt abzuwarten, was passiert. Interessant wird auch, deckt sich das Datum, was das Unternehmen selber berichtet hat im Netz, des Antrags, mit dem, was später in der Veröffentlichung steht. Daran wird sich auch das Unternehmen messen lassen müssen. Aber es ist einfach so, was zählt, sind die Amtsveröffentlichungen und nicht das, was im Netz steht. Und das Ganze läuft dann so ein bisschen wie Flüsterpost ab. Ja, so nach dem Motto, da wird dann aus einem Antrag wird dann irgendwann eine Veröffentlichung. Ja, und dann geht das Ganze so seinen Lauf. Also da sollte man sehr vorsichtig sein. Und wir sind da auf jeden Fall ganz solide hinterher. Wir haben da mittlerweile auch den sportlichen Ehrgeiz. Also ich gucke da wirklich jeden Tag in die Meldungen rein, um herauszufinden, ob irgendwas erschienen ist, bevor vielleicht sogar unser Monitoring anschlägt. Das ist jetzt einfach so der sportliche Ehrgeiz für den Kunden. Soll es gewesen sein, ein kleiner Schnellschuss zum Samstag mal eben, ich sage jetzt mal wirklich so runtergedreht, um halt einfach auch zu zeigen, dass das Thema Video hier nicht tot ist. Das wird nächste Woche mal ein bisschen konkretisiert, was hier so die Arbeiten sind und damit man da auch eine Vorstellung von hat, dass wir also hier nicht irgendwo den großen kollektiven Freizeitpark pflegen, sondern dass einfach unheimlich viel drumherum läuft und es einfach nicht so simpel ist, mal eben so qualitativ Videos dann mit so einzuflanschen, wie ich mir das im Grunde genommen auch vorstelle. Also ich sage bis zum nächsten Vlogbeitrag. Das Thema mit den Insolvenzen, das werde ich auf jeden Fall nochmal berichten, wie sich das entwickelt hat. Und dann kann man vielleicht irgendwann auch mal Ross und Reiter nennen. Aber aktuell habe ich da eigentlich wenig Interesse dran, weil es gibt nur Ärger und wir müssen nachkorrigieren etc. pp. Das bringt recht wenig. Also gute Zeit bis zum nächsten Beitrag, sagt Michael Klems von infobroker.de. Ciao.